und wieder Neues von Esteban Toero. Seit der Tag der Schnellsten ihn bekannt gemacht hat, wird Toero mit Fragen überhäuft. Doch er ist der gleiche geblieben, bescheiden, einsilbig. He said no. Weniger zu lachen hatte Esteban Toero im Rennen. Überrundung durch Häkkinen bereits in Runde 21. Dazu 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe an der Box. Es war eben nicht sein Rennen. Und wieder Neues von Esteban Toero. Esteban in Monaco, eine tolle Stadt und tolle Frauen. Esteban, jetzt musst du dich entscheiden. Die ist nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen groß. Nee, lieber doch nicht. Esteban, me gustas. Aber du bist noch so jung. Dann fahre ich eben Auto. Und Esteban war der Schnellste. Leider nur im Qualifying und leider nur für 6 Minuten und 36 Sekunden. Heute reichte es nur für 3 Kurven. Dann kam der Haken. Armer Esteban, kein Glück in Monaco. Wieder Neues? Von? Na, von wem wohl? Wieder Neues von Esteban Toero. Okay? Ein Youngster als Superstar. Pizzeria da Emilio. Hier huldigen sie ihm, die wahren Fans. Minardi-Anhänger sind eben überall. Sogar in Montreal. Heute auf dem Weg zur besten Saisonplatzierung, immerhin Platz 9, kam nach leichtem Kontakt mit Jacques Villeneuve später das Aus. Schade, aber Esteban hat schon neue Pläne. Ich lang Deutsch für meine deutschen Fans. Und jetzt Neues von Esteban. Nee, das kann nur einer. Und wieder Neues von Esteban Toero. Esteban in Manicur, nicht unbedingt sein Kurs. Beim Training bog er falsch ab, aber keine Sorge, nichts passiert. Und heute lag's am Auto, Ausfall in Runde 44. Schade, Esteban. Wenn ich nicht Rennfahrer geworden wäre, dann wäre ich mit Sicherheit Fußballprofi. Hat irgendjemand mal gesagt, Esteban war es nicht. Fußball im Fernsehen, das ist seine Welt. Besonders wenn Argentinien spielt, Esteban im WM-Fieber. Ich denke, ich werde nie Formel-1-Weltmeister, aber Argentinien kommt dafür ins WM-Finale. Und dann ist alles möglich. Wir haben hier Originalausbruchgase aus der Formel 1. Riechen Sie mal, wer wird ein Weltmeister? Oh, das riecht schwer nach Schumi. So, nett gemeint, aber leider völlig daneben. Wieder Neues von Esteban Toero. Auch Esteban hat die üppigen Refinanzierungsmöglichkeiten in der Formel 1 erkannt. Das Minardi-Träubchen süßlich und bekömmlich. Sein erstes Regenrennen reibungslos ins Kiesbett. Deshalb hat sich Esteban auch schon mal bei den Zweirädern umgesehen und sich natürlich auch auf ein Rennen eingelassen. Aber 4 gegen einen, das ist einfach nicht fair. Wieder nur hinterhergefahren, aber trotzdem einen schönen Preis bekommen. 2 große Leckerchen für den kleinen Esteban. Und sonst nichts Neues von Esteban Toero. Bye bye. Okay. Servus, wieder Neues von Esteban Toero. Gute Nachrichten von Esteban. Auch im nächsten Jahr fährt er für Minardi. Esteban motiviert im Training mal kurz die McLaren gestellt, aber ansonsten verhält er sich vorbildlich. Die Vignette oder das Pickerl, Pflicht in Österreich. Ich habe 1. Recht so, Esteban. Schön aufs Auto geklebt, denn an der Strecke wird streng kontrolliert. Und siehe da, mit Vignette geht's besser. Ein besonderes Gefühl zum ersten Mal Schummi im Rückspiegel. Nur kurz allerdings in der 30. Runde das Aus und... Halt, Esteban, dein Pickerl. Gut so. Jetzt wieder Neues von Esteban Toero. Esteban zum ersten Mal in Hockenheim. So schnell ist's hier und so steinig. Wir wollten diesmal wissen, was braucht ein Formel-1-Fahrer eigentlich fürs Rennen? Socken, Schuhe, Hose, Haube, Shirt, Overall, Handschuh, Helm. Alles. Als letzter ging er an den Start, als 16. und letzter kam er auch ins Ziel. Immerhin aber heute ohne Steine im Auto. Es
war heiß am Brennpunkt Budapest. Doch einer war völlig unverdächtig auf der Suche nach dem Weltmeister. Neues von Esteban Tuero aus Budapest. Miris Hayes. Anscheinend wohl auch zu heiß für seinen Minardi. Ausfall in Runde 14 für Esteban. Wieder Neues von Esteban Duero. Regen ist eigentlich nicht sein Wetter, doch mit dieser Mannschaft im Rücken konnte doch nichts schiefgehen. Das ist mein erster Mechaniker, Loreto. Ciao, piacere. Das sind meine Ingenieure. Marco. Ingenieure. Das ist mein Cook, Shani. Doch so sehr sich auf alle mühten, das Aus in Runde 17, armer Esteban. Neues von Esteban Duero. Ich bin 1,70. 1,70 Meter, reicht dir das denn überhaupt, Verona? Also wenn ich ihn mir so genau anschaue, wenn ich das mal kurz in die Kamera halten darf, hat er auf jeden Fall sehr schöne Augen. Und die Frisur, glaube ich, ist, also dieses Bild wurde wahrscheinlich gemacht, als er gerade den Helm abgenommen hat. Ich glaube, die Haare stehen sonst ein bisschen mehr hoch. Aber er sieht auch sehr nett aus. Ja, und ich glaube, er ist auch der Jüngste bei der Formel 1, ein Nesthäkchen sozusagen. Und das weckt natürlich meinen Mutterinstinkt. Also ich hätte ihn schon gerne hier und wäre mit Sicherheit auch ganz lieb zu ihm. Das musst du auch, liebe Verona, denn Esteban hat heute sogar Mika Häkkinen einmal überholt, ist zum dritten Mal ins Ziel gekommen. Also 11. Esteban Tuero. Neues von Esteban Duero. Nichts Neues von Esteban, Suzuka 98, das war sein letzter Auftritt in der Formel 1. Seinen Nachfolger hat er selbst ausgesucht. Er kommt aus Japan und heißt Tora Nozuke, was so viel bedeutet wie Tiger. Neues von Tiger. Bisher beeindruckte er uns mit Fahrkünsten der besonderen Art. Doch seit Melbourne 99 ist alles anders. Takagi hätte fast seinen ersten WM-Punkt geholt. Er wurde Siebter vor Michael Schumacher. Vor Schumacher zu sein war riesig. Ich hoffe, das passiert noch öfter. Begehrt wie noch nie wurde er in Sao Paulo von den Schönen der Stadt. Jetzt wollen sie ihn alle, den japanischen Tiger. Uns hat er jedoch ein Geheimnis offenbart. Sein erstes Mal im Auto war mit 18 und es war... Ja, normal.